Moin, Leute, hier kommt zu Let's Play Pikmin 3. Oh, ist das Olimar? Ne, das ist Olimar. Ob es ihm gut geht? Ja, besser als euch, ne? Ist das ein Raumschiff? Dann muss es Olimar gehören. Sieht mir nicht mehr flugtauglich aus. Wir sollten erst einmal umkehren und Olimar zu Drake bringen. Ja. Das können ja ein paar von den Viechern machen. Das machen wir auch sofort. Also ich schicke mal alles rüber und dann cutte ich einfach passend. So, ich habe jetzt offscreen noch ein bisschen Früchtchen gesammelt und alles. Aber das brauchte ich jetzt auch eigentlich nicht zeigen, weil ist jetzt nicht so spannend gewesen. Und wir schauen mal lieber, was wir mit unserem vermeintlichen Captain Olimar machen. Wobei eigentlich doch klar sein soll, dass es Lou ist. Das hat er doch in seiner Sprachnotiz auch schon gesagt gehabt. Deswegen hier entsafte mal. Muss ich nicht verstehen, würde ich sagen. Ja, vor allem müssten wir doch jetzt auch die wiederbekommen haben, die der Jaust uns hier geklaut hat. Sonst sähe es ein bisschen blöd aus. Ja, was für eine Erleichterung, dass unsere Pferde wieder da sind. Perfekt. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Ja, das will ich ja wohl meinen. Also gut, ich hätte wahrscheinlich jetzt in dem Level noch mehr Früchte sammeln können, aber dafür war ich zu ineffizient. Ineffizient? Ja, bla bla bla. Ich spreche Mappe immer noch, ne? Ja, die Zusammenfassung muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal haben von Alf. Viel wichtiger ist doch tatsächlich, was jetzt so unser Captain dazu sagen hat. Und haben wir überhaupt das Quietsche-Entchen von unserem Captain gerettet? Ich glaube nicht, ne? In dieser Nacht, in dieser sagenumwobenen, mysteriösen Nacht. Das hier ist also nicht Olimar, sondern ein gewisser Louis. Da muss das wohl das Raumschiff von Olimar und Louis gewesen sein. Dieses riesige Ungeheuer muss es zerstört haben. Hunger. Ist das alles, woran du denken kannst? Ich habe dir doch gerade was gegeben. Jetzt, wo mein Entchen wieder da ist, sieht alles gleich viel besser aus. Hört mir ob jemand zu? Morgen müssen wir aus ihm herauskriegen, wo Olimar ist. Tag 16. Turm der Einsamkeit, das ist auch schon so das letzte Gebiet. Das ist ein Scheißboss. Wenn es stimmt, was dieser Louis sagte, müsste sich der echte Olimar in diesem Gebiet befinden. Dann können wir uns endlich unseren Überlichtschlüssel zurückholen. Packen wir es an. Jawohl. Machen wir. Auf alle Fälle. Ja, der Turm der Einsamkeit, der ist gar nicht so einsam. Das ist einfach nur Kacke. Dieses Signal, ob das von Captain Olimar kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch. Hm. Wir machen das auch. Bums. Dann wollen wir mal. Ich überlege gerade, ob ich sicherheitshalber einen hier lasse. Kann ja nicht verkehrt sein. Da haben wir nämlich dann auch schon direkt hier so ein Ding. An der Spitze eines hohen Turmes entdeckte ich ein golden schimmerndes Objekt. Es handelt sich zweifellos um einen wertvollen Schatz. Morgen soll ich das untersuchen, auch wenn es mir Sorgen macht, dass der aus irgendeinem Grund recht stille Louis partout nicht dorthin zu wollen scheint. Okay. Ja, da ist das, was beschrieben ist, und Olimar. Was? Ist das Captain Olimar? Wie schrecklich, diese goldene Lebensform hat irgendetwas mit ihm vor. Oh nein, wir müssen ihn schnell retten. Das ist ein Arschloch.
Oh nein, Olimar! Ja, vielleicht soll ich schon mal hier ein paar. Geh mal rein. Bomben, Bomben. It is impossible to sneeze with your eyes open. Boah, ich krieg nur das. Wieder gefangen, wie oft ich auch fliehe. Jedes Mal werde ich zu diesem Turm zurückgebracht. Dieses Mal verging ein Tag, seitdem ich das Bewusstsein verlor. Wann wird es mir nur gelingen, der Kreatur zu entkommen? Befreit mich aus diesem niemals innen Albtraum. Ah, ich verliere wieder das Bewusstsein. Das war's. Ernsthaft? Ich krieg Bomben. Attacke! Zum Glück. Ja, zum Glück mein Ass. Jetzt wird's nämlich richtig scheiße. Die Pikmin. Anders als sonst scheint sie den Weg nicht recht zu kennen. Dann sollte sie jemand von uns führen. Ich werde die Pikmin zurück zu Drake bringen. Also, dann ich und der Captain und ich suchen den über die Schüssel und stoßen dann zu ihnen. Also, los geht's. Zeige Pikmin die Olimar tragenden Weg. Wir übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über Pikmin, Brittany, Charlie, Alf. Jo. Okay. Man hätte ja auch einfach den Olimar mit diesem Ding da drüber, aber egal. Es wird komplizierter. Yep. Lauf, Bitch, lauf. Was ist das denn? Gehört das zu der Kreatur von eben? Ich glaube, das ist ein und dieselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug. Ich mache mir Sorgen um Brittany. Ja. Wow. Rennen. Da komme ich erstmal nicht lang ohne Bumskis. Eieiei. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welche Pikmin-Kombination am besten ist. Nein. Schon hier. Und zwar schnell. Greife sie erst an, wenn sie golden gefärbt ist. Ja, am besten mehr gar nicht angreifen. Aber das Ding verfolgt uns, beziehungsweise es verfolgt Olimar. Mal gerade gucken. Da kommt es gerade uns hinterher. Gehen direkt hier lang. Okay, wir gehen nicht direkt hier lang. Scheiße. Gesehen. Also wir können ja auch nichts vervielfältigen. Wenn Pikmin im Arsch sind, sind Pikmin im Arsch. Ich schlag mich nicht gut und das Vieh kommt wahrscheinlich gleich wieder um die Ecke angeschissen. Muss mal gerade. Oh, es ist gleich da. Es ist schon da. Shit. Ja, und wir sind immer... Ah, das ist so ein... Schnell. Ha! Schnell! Oh, da habe ich keine Zeit für. Ich muss erstmal hier durchkommen. Ja, das könnte nützlich sein. Ah,
tötet es. Ja, da kommt es. Das hast du gut erkannt. So, machen wir hier mal schnell einen Shortcut. Sehr gut gemacht. Zur Not kann ich dann halt eben nochmal entkommen. Scheiße, Alter. Man fliege. Shit. So, ich kann es ja noch ein bisschen ablenken. Kommt schon. Bleibt ja gerade stehen. Nein. Ich hoffe nur, es lässt gerade meine anderen in Ruhe. So. Shit, da fehlt ja noch was. Oh, fuck it. Ja, wir warten erstmal. Es kann, glaube ich, nicht so schnell zurück. Das muss ich nur... Scheiße. Scheiße. Na! Ah! Oliver! Scheiße, verkackt. Nein. Ja. Also prinzipiell ist es nicht so schlimm. Weil wir können es jetzt wieder angreifen. Woran hänge ich denn jetzt gerade fest? Und dann können wir Olli mal wiederholen. Oh shit. Shit, 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 shit. Ja, komm schnell hier hin. Habe ich gar keine roten mehr? Scheiße, ich habe keine roten mehr. Der hat mir komplett die roten weggesnackt. Fuck. Ja, aber... Jetzt... Schnell. Ich hoffe, ich habe keine Sau zurückgelassen.
Wollen wir gerade gucken. Ah, scheiße, ausgerechnet an dieser Stelle ist der Timer schon am Durchdrehen. Okay, das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt hier erstmal hart cutten. Und hoffentlich wird's besser, denn der Teil wird sich gleich komplett wieder zusammenbauen. Diese Arschlochteile. Ah, das ist zu viel auf einmal. Naja, ich bin den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir viel Spaß und Way.